Ich würde gerne noch die letzten Minuten für eine Frage zur Klimapolitik nutzen. Und zwar, die nächste UN-Klimakonferenz soll im November 2021 stattfinden. Und meine Frage wäre, wie schätzen Sie die transatlantische Zusammenarbeit bei zukünftigen Klimathemen ein? Können wir da auch ein Zusammenführen von Klima- und Handelspolitik der USA und der EU erwarten? Also zunächst mal ist, glaube ich, also wenn man mit der demokratischen Administration redet, die natürlich den erwartbaren Stolz der westlichen Führungsmacht immer und bereitwillig darbringen, haben wir ja den Amerikanern sehr geholfen. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass im amerikanischen Energy-Ministerium die Trump-Administration praktisch die Klimadaten hat löschen lassen und es bedurfte, und ich bin ein konservativer Etatist, aber es bedurfte sozusagen eigentlich zivilen Ungehorsams von Beamten in diesem Ministerium, zu verhindern sozusagen, dass diese Datenbanken gelöscht wurden. Und mal nüchtern betrachtet, haben wir den Amerikanern wieder Zugang zu ihren eigenen Klimadaten ermöglicht. Das heißt also im Moment sozusagen profitiert die Biden-Administration auch davon, dass die desaströsen Maßnahmen, die die Trump-Administration unternommen hat, die ja sowas von, ja, man kann es gar nicht sagen, so von Tempelsturm hatte. Ja, das war ja nicht ein politischer, sagen wir mal, Neustrukturierung oder Rekalibrierung, sondern es war ja im Grunde genommen, also wenn Sie Ihre eigenen Daten vernichten, ja, das ist im Grunde genommen ein Rückfall in die politische Steinzeit. So, also insofern denke ich mal, dass Europa auch im Konflikt mit den USA sozusagen grundsätzlich die Klimapolitik und multilateralen Ansatz der Klimapolitik aufrechterhalten hat, ermöglicht sozusagen Biden jetzt sozusagen wieder relativ schnell auch eine eigene Klimapolitik zu entwickeln. Ich glaube, dass so ein bisschen der Lackmustest sozusagen schon die COP26 ist, weil ja da die Mitgliedstaaten zum ersten Mal die nationalen Strategien vorlegen. Jetzt haben wir uns ja nur auf abstrakteste Ziele geeinigt, die dann mehr oder weniger plausibel in den Mitgliedstaaten oder in den Notar, also in den Unterzeichnerstaaten dann nachvollziehen wollen. Bei COP26 in Glasgow werden wir uns sozusagen die Karten legen, denn da werden wir plötzlich mal die Zahlen sehen und auch die Ambitionen sehen. Ich glaube, da werden auf mehreren Seiten einige Überraschungen sein. Ich glaube, dass die Amerikaner in der Privatwirtschaft relativ unideologisch und vor allen Dingen technologieoffen im Grunde genommen sehr viel weiter sind, als wir denken. Also die amerikanische Wirtschaft hat sich sicherlich in der Energiewirtschaft und in anderen Bereichen, die natürlich auch massiv die Trump-Administration lobbyiert haben, sie finanziell gefüttert haben und auch sozusagen von grotesken Rückschritten profitiert haben. Aber in vielen anderen Bereichen haben die Amerikaner sehr pragmatisch reagiert auf die Veränderungen sozusagen, die einfach offensichtlich sind zu Beginn dieses Jahrhunderts. Also wir werden sehen, dass die Amerikaner komischerweise nach den Trump-Jahren gar keine so schlechte Bilanz haben werden. Wir werden von unserer Seite sehen, dass jetzt mal nüchtern gesagt Europa seine Klimaschutzambitionen hauptsächlich deshalb erfüllt, weil Covid quasi zu einem wirtschaftlichen, ja, ich will sagen, nicht Stillstand, aber sozusagen zu einer Einschränkung sozusagen wirtschaftlichen Handelns geführt hat und damit uns sozusagen quasi durch in Anführungszeichen so eine partielle Deindustrialisierung geholfen hat, die Klimaschutzziele zu erfüllen. Also so die Zauberlehrlinge und die Musterschüler sind wir nicht. Wir werden sehen, dass die Chinesen, obwohl sie sich sozusagen aus politischen Gründen und aus Staatsräson natürlich mit dem Thema Klimaschutz nicht ganz einfach tun, weil, sagen wir mal, vordergründige Themen in China zunächst mal eine größere Rolle spielen. Also beispielsweise, wenn Sie sich überlegen, dass vorsichtig geschätzt 20 bis 25% aller Menschen unter 30 in den großen Metropolregionen in China unter respiratorischen, also unter Atemwegserkrankungen leiden. Und das sah man ja bei den Olympischen Spielen, also man im Grunde genommen die Produktionsstätten um Peking ausschalten musste, damit sie überhaupt irgendwo 100 Meter laufen konnten. Da muss man natürlich sehen, dass China sozusagen im Moment gerade was das CO2-Thema betrifft, zunächst mal kämpft mit der Frage der Luftverschmutzung. Und
Ich aber persönlich glaube, dass die Chinesen eben sehr, sehr pragmatisch und sehr technologiebezogen inzwischen an diese Frage rangehen. Sie sind eben nur, sagen wir mal, ideologisch gesehen nicht so stark gefangen wie wir. Ja, die Chinesen werden alles machen. Sie werden sehen, dass um Klimaschutz zu erreichen und beispielsweise aus den Verbrennungsprozessen Carbon zu nehmen, werden die Chinesen sowohl speichern, das heißt abscheiden, was sicherlich noch eine Zwischenlösung ist, aber eben ein massiver Beitrag, was in Europa ideologisch nicht denkbar ist. Man wird auf der anderen Seite sozusagen aber auch weiter fossile Brennstoffe nutzen, um die Größenordnung der Energieproduktion darstellen zu können, die man braucht, um dann sozusagen zu dekarbonisieren. Wir schätzen ja, um die Dekarbonisierungsziele zu erreichen, brauchen wir 10-mal so viel Energie. Da ist natürlich die Frage, ob man das schafft, sozusagen ausschließlich mit Erneuerbaren, hier mehr eine ideologische Frage, wenn die Chinesen sagen, das mehr als Modell sehen und sagen, wir werden zunächst mal 10-mal so viel Energie brauchen, um sozusagen diese Transformationsprozesse zu leisten. Und die werden wir eben aus einem Energiemix, aus Nuklear, aus Kohle, aus zunächst mal allem darstellen, aber mit der Tendenz sozusagen eben auch in die erneuerbare Energien zu gehen. Das heißt also, es wird sich, glaube ich, ein differenziertes Bild darstellen. Ja, wir werden, die Amerikaner werden von ihrer, werden eine Abkehr ihrer Anti-Rhetorik haben. Und sie werden vielleicht gerade in der Privatwirtschaft sozusagen doch auch ganz erstaunliche Erfolge vorzeigen können. Wir werden die Chinesen sehen, die das, glaube ich, wirklich als das, sagen wir mal, 20-Jahre-Projekt sehen und auch in der Breite strategisch sozusagen wirklich auf 2050 zugehen, aber vielleicht bei 2030 etwas vorsichtiger sind, was ihre Volkswirtschaft betrifft und die Frage der schnellen Entkarbonisierung. Und wir werden Europa sehen, dass sicherlich der Vorreiter ist, aber natürlich auch nur zum Musterschüler wird, weil uns sozusagen das Covid sozusagen so eine merkwürdige Art von Luftholen verschafft hat, was uns ermöglicht hat, sagen wir, die eigenen Ambitionen zu erreichen. Aber wir natürlich auch die Frage gestellt bekommen werden, ob unsere, sagen wir mal, Internationalisierungsstrategien von den Amerikanern und Chinesen gekauft werden. Also wenn Sie eben sehen, dass Sie einen Emissionshandelsprozess haben, der sicherlich richtigerweise, wenn man CO2 reduzieren will, sozusagen jetzt Markteingriffe sieht, also dass wir sozusagen künstlich den Preis erhöhen, um die 2030-Ziele zu erreichen, beispielsweise auch die Mobilität und andere Sektoren einbeziehen, dann werden natürlich die Chinesen sagen, also entweder ist das ein Handelssystem, dann gibt es keinen Preiseingriff, oder ist kein Handelssystem, dann nennt es doch gleich Steuer. Das heißt also, die interessante Frage ist, wer wird mit welchem Internationalisierungssystem daran gehen? Und ich glaube, dass China im Moment das Gefühl hat, dass es das nicht nötig hat. Ich glaube, dass die Amerikaner im Moment erstmal zu einer eigenen Rolle führen müssen. Und es wird eben interessant sein, inwieweit Europa in der Lage sein wird, plausible Anstrengungen zu machen, um eben, sagen wir mal, ein Internationalisierungskonzept sozusagen der eigenen Vorstellungen zu haben. Und das wird alles zum ersten Mal in Glasgow aufeinandertreffen, weil man dann anhand der Zahlen Strategien besprechen kann. Und da werden sozusagen vielleicht auch die eine oder andere europäische Lebenslüge platzen. Auf der anderen Seite wird man aber auch sehr viel deutlicher sehen, wo stehen eigentlich die Amerikaner und wo stehen die Chinesen. Daniel, hast du noch vielleicht noch eine Frage? Keine Frage. Okay, alles klar. Alles klar. Also ja, denn wir sind zu Ende gekommen. Vielen Dank, Herr Ehler, für Ihre Zeit und dafür, dass Sie unsere Fragen ernst genommen und uns einen wirklich klaren Einblick in die transatlantischen Beziehungen gegeben haben. Wir haben uns über Ihre Antworten sehr gefreut und wir freuen uns darauf, Sie in dieser Serie wiederzusehen. Vielen Dank und schönen Tag noch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Tschüss. Vielen Dank. Danke. Ciao, ciao.